Wie bitte? Sieht der perfekte Profi aus? Der Kopf von Heinrich Hausler, der gibt alles. Egan Bernal ist ein sehr cleverer Rennfahrer. Der Oberkörper von Uff, schwierig. Nimm ich meinen. Marcel Kittel, rein aus optischen Gründen. Die Sprinterbeine von Auch Marcel Kittel, definitiv in seiner aktiven Zeit, denke ich, der schnellste. Caleb Ewan vielleicht nur ein bisschen länger als seine. Die Kletterbeine von Pogacar. Tadej Pogacar, definitiv. Jetzt kommt der Angriff von Tadej Pogacar. Fast schon mühelos fährt er dem Sieg entgegen. Die Leidensfähigkeit von Puh, meine. Mathieu van der Poel. Yes! Die Haare von Oh, wer hat schöne Haare? Guillaume van Kersburg. Schimolai, der legt sehr viel Wert auf seine Haare. Der hat immer einen 1A-Haarschnitt. Die Fahrtechnik von Ja, Mathieu van der Poel. Van der Poel ist, glaube ich, einer der begabtesten Fahrer. Den Mut von Vielleicht auch Van der Poel, weil der auch in Momenten attackiert, in denen er absolut von sich selber überzeugt ist. Wout van Aert, Champs-Élysées, Zeitfahren und Mont Ventoux-Etappe gewonnen. Also weiß ich nicht, ob es das schon mal gab. Die Kochkünste von? Ich weiß, dass Markus Burkhardt sehr viel kocht. So wie das bei Instagram aussah, ist er da auf jeden Fall ziemlich tief drin. Den Gehaltscheck von Chris Froome. Chris Froome, der muss gar nicht so viel Rennen fahren für sein vieles Gehalt. Den Musikgeschmack von Das Lächeln von Vielleicht Nizzolo, der hat so schön weiße Zähne, das kann fast nicht normal sein. Pascal Ackermann lächelt auf jeden Fall viel. Und abschließend das Talent von Tadej Pogacar. Pogacar, dem fällt alles leicht. Gibt halt zurzeit keinen anderen Namen, ne?